Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Septerra Core mit dem Gecko Climber. Wir sind das letzte Mal hier in Wind City stehen geblieben, das anscheinend kurz vor einem Bürgerkrieg steht, soweit ich das weiß. Und wir werden uns jetzt einfach mal ein klein wenig umgucken. Oh. Oh, das sieht gut aus. Das sieht aus, als ob es hier Knarren gibt. Ja, dann schauen wir mal, was wir da so kriegen. Welcome. Look around. Das werden wir doch auch gleich mal machen. Eine Med-Engine. Wow. Von 47 auf 62. Und die Power geht auch nochmal ordentlich hoch. Das ist doch mal was. Wie viel Asche haben wir? Das reicht gerade nur für eine. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil, ja, wir werden es brauchen. Auf jeden Fall. Und hier die Standard-Engine. Ja, nee. Wenn wir die drinne haben, das ist auch die, die wir momentan gerade equipped haben. Da ist das doch schon sehr viel besser. Okay, die nehmen wir mit. Und wir müssen mal gucken, dass wir bald mal für die Upgrades hier, für den Granatenwerfer und so weiter, mal ein bisschen Geld übrig haben. Aber das wird noch ein bisschen dauern, so wie es ausschaut. Okay, mehr Geld haben wir nicht. Das heißt, wir gucken jetzt gerade mal schnell ins Menü und rüsten mal die Maya mit der besseren Engine aus. So. Gut. Ja, raus möchte ich gerne. Da geht's raus. Okay. Ja, ich kenne mich hier noch überhaupt nicht aus. Ich habe auch nicht mehr gespielt seit der letzten Aufnahme. Im Hintergrund lädt jetzt gerade Dings, wie heißt's? Baphomets Fluch 4 hoch. Und wir schauen mal. Ah, okay, mit der können wir auch reden. My name is Maya. This is Grub and Runner. Nice to meet you. I'm Kathy. Hallo, Kathy. Why did you retrofit the old buildings instead of just building new ones? Too much history to just destroy them. President Dugan will probably try and change all that, though. He's already tried to dissolve the Holy Guard. Ja, der Dugan. Der will hier die Macht übernehmen. Das war ja der Punkt, wo wir gerade waren. Und der ist ja... Ja, der ist nicht so gut zu sprechen auf den Bowman von den Heiligen Guard. Also von den Heiligen Wächtern, wie sie sich nennen. Und die haben jetzt halt hier die ganzen Häuser restauriert und der Dugan will das anscheinend, ja, alles dann abreißen und neu bauen. Ja, der Runner sagt ja immer dasselbe. Do you know Bowman? You'll find all of the Holy Guard in the cathedral. Bowman and the Guard are a noble breed. The people of this city listen too much to their president, Dugan. Their trust in petty politicians will be the undoing of 100 years of peace. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Wir müssen in die Kathedrale. Da ist nämlich der Bowman. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir uns das hier erstmal noch in Ruhe ein wenig um. Gehen jetzt mal noch hier rein. Da vorne konnten wir auch noch reingehen. Wow. Oh, hier gibt's Waffen. Can I interest you in anything? Das kommt darauf an, was du so anzubieten hast. Hm. Keine Waffen für uns. Alles klar, okay. Trotzdem schauen wir uns hier noch ein wenig weiter um. Vielleicht finden wir ja was. Da dürfen wir nicht rein. Warum? Ah, jetzt dürfen wir rein. Ah, und wir kommen dann da oben wieder raus. Alles klar, alles klar. Was ist das hier? Hold on, my computer's acting up. Aha, okay. How big is this kingdom anyway? Kingdom? We're a corporate city-state with a profit by the workers for the workers. Well, that's what President Dugan says. Okay, also es ist kein echtes Königreich, sondern nur ein Stadtstaat, kann man sagen. What you got there? Yeah, it's a computer I use to keep track of my work, but it's on the fritz. Let me see what I can do. Ah, you need the new OS upgrade. Crap.
Thanks, though. Yeah, let me repay you for your help. Wir haben eine Kiras Träne bekommen. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Wir gucken gleich. Where can we find Bowman? You'll find him in the cathedral. I'd stay away from him. He's trouble. Ja, der ist vor allen Dingen dann auf Ärger aus, wenn wir mit dem Dugan da ganz dicke sind. So, jetzt gucken wir gerade mal, wo ist denn... Da ist mal Equip. Können wir jetzt hier... Hearthstone. Protects... Ah, das war das hier. Moment, haben wir die bei den Items? Ah, cool. Damit können wir einen wieder auferwecken mit vollem Leben. Oh, das ist gut. Das ist super. Okay, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Da brauchten wir, da wollten wir den Reisepass beantragen, genau. Und das hier sieht sehr kathedralisch aus, so ein bisschen. Moment, da unten ist jemand. We're from Shell 2 above you. Can you... The Holy Guard went there to stop some smugglers and never came back. How about the Junkers killed him? Oh, ich glaube, das waren wir unter anderem. Can you tell me... I can tell you don't know nothing about the laws. Laws? A supply and demand, kid. Was ist das hier? Ah, wir können Münzen, was auch immer wir jetzt hier mit Münzen machen können. I need directions. And I need some coin for drink. Okay, der will Asche. I got nothing to say. Sehr schön. Ja. Ah, das ist ein Bettler. Wenn wir den jetzt eine Münze geben? Here, one coin for you. Good enough, girl. Ja, jetzt sag was. What can I do for you? Ah, und schon ist der etwas gesprächiger. Das ist doch mal schön. Do you know a man named Bowman? He's the leader of the Holy Guard. Teaches him the ways of Marduk. Aha, und weiter? What is this place? The Cathedral of the Seven Winds. Home to the Holy Guard of the Seven Winds. Who proudly carry on the traditions of Marduk. I got nothing to say. Gut, das heißt, wir haben jetzt dem Bettler Geld gegeben und sind genauso schlau wie vorher. Das habe ich auch gewusst, dass das hier die Kathedrale sein muss. Sag mal, da unten... Ah, okay, da geht's lang. Nur, dass wir es hier auch mal gesehen haben. Aber ich denke, wir werden hier in Wind City noch ein bisschen rumlaufen. Und dann machen wir mal auf. They aren't admitting visitors, girl. Why not? They begin mourning for their fallen lost on Shell 2 in the service of their brothers and sisters of the Seven Winds. Then this is the home of the Holy Guard? What's it look like, an outhouse? Okay, ja, die werden uns wahrscheinlich nicht reinlassen, weil so wie ich das verstanden habe, trauern die, glaube ich, noch um die Leute, die es jetzt oben in Shell 2 verloren haben. Da waren wir ja mit dabei, als diese komischen drei, Leute da gekommen sind, die ausgesehen haben wie der Imperator. They aren't admitting visitors, girl. Ja, das hatten wir alles schon. Das heißt, wir müssen hier irgendwie anders rein. Wer war das? Is your father around? My father is part of Dugan's task force. What's that? He helps think up new ideas for the city. They're the ones who brought in the power lines and lit up the streets. Aha, okay. Was ist das jetzt? Hupsala, hupsala. Ich habe eben aus Versehen aus dem Bildschirm irgendwie rausgeklickt. Das ist mir auch noch nie passiert. Seltsam. So, ich glaube... Oder ist das das Hotel? Gucken wir mal gerade schneller. Ah, nein, okay, das ist der Markt. Sehr gut. Guck mal, was die im Dings haben. Im Angebot. Hello, take your time. Das machen wir doch. Wir schauen doch gleich mal nach.
Brot, Wurzeln, Elixier, ja, Runen. Mit dem, was wir hier noch an Asche haben, werden wir nicht weit kommen. Aber das Problem ist, ich sehe jetzt gerade den Outer City auf dem zweiten Monitor nicht mehr. Das heißt, ich verschwinde hier jetzt gerade nochmal schnell raus. Und, ja, ihr werdet das hoffentlich soweit nicht mitkriegen. Wenn nicht, schneide ich den Spaß hier einfach raus für euch. Weil ich doch ganz gerne sehen möchte, ob wir noch ordentlich aufnehmen. So, jetzt bin ich wieder da. Alles funktioniert. Ja, irgendwie möchte ich gerne da... Ja, okay, so geht's. Hab eben schon gedacht. So, wir sind wieder draußen. Und wir müssen jetzt irgendwie zu diesem Bowman. Ich habe jetzt total die... Jetzt klickt er schon wieder raus. Sag mal, was ist denn hier los? Das habe ich jetzt aber noch nicht erlebt hier. Aus irgendwelchen Gründen kann ich hier aus dem Fenster rausklicken. Ich kann auch mit der Maus rüber auf den zweiten Monitor. Keine Ahnung warum. So, hier waren wir noch nicht drin, ne? Ah, hier gibt's Klamotten. Ja. Ich würde gerne mit dir... Warum sagt der nichts? Der redet nicht mit uns. Der redet überhaupt nicht mit uns. Das ist komisch. Moment, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, Nee, das funktioniert. Scheint so, als will der uns keine Klamotten verkaufen. Alles klar. Okay, das bedeutet jetzt für uns, wir müssen gucken, wie wir irgendwie zu dem Bowman kommen. Oder wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Hier war ja... Welcome to Wind City's Capitol Building. Can I help you? Wir suchen die Heilige Guard. How can I contact the Holy Guard? We no longer have any official ties to that branch. Tja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen da irgendwie hin, aber wir schauen uns doch einfach mal ein klein wenig jetzt hier um in Ruhe.